Das sieht aber interessant aus. Oh. Oh, das sieht wirklich. Also, designtechnisch sieht das wirklich schmackotastisch aus. Warte mal. Nein, da oben ist die Ziellinie. Moin Leute, heute ist wohl Tag des Bottle Runs, denn da vorne warten drei Bottle Runs auf uns und darauf freue ich mich, denn Bottle Runs mache ich immer ganz gern, aber vorher geht es erstmal in den Dschungel bei Palutendschungel von Tansa 834. Hey Paluten, ich habe dir einmal ein Level erstellt, dies ist mein erstes Level, hab Spaß und hullu, ich konnte es nicht ganz testen, ich hoffe es funktioniert alles. Ja gut, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mein erstes Level, pass auf, junger Abenteurer. Das sieht aber wirklich schmagotastisch. Also für ein erstes Level. Das war jetzt hier nicht die Schuld des Levels. Obwohl eigentlich schon. Es war eine Kombination aus meiner Inkompetenz. Na okay, nicht Inkompetenz. Sowas passiert halt einfach bei Happy Wheels. Das wissen wir ja alle. Das ist die Korruptheit in Person. Innen drinne. So, sorry. Musste sein. Ja, ist ja nur ein... What? Warte mal. Da kommt man einfach nicht durch. Was ist auf einmal hier los? Wieso sterbe ich denn die ganze Zeit? So, warte mal, jetzt lass mal kurz hier durch. So, jetzt. Bitte, lass Peterson nicht sterben. Kann es sein, die eine Sprechblase hat uns gerade getötet. Das habe ich auch noch nie mitbekommen. Wow. So, okay, ich wüsste. Hä? Die Sachen fallen hier runter? Ach, und dann kann ich da rüber, oder was? Ich bin mal gespannt. Warte mal, funktioniert das? Nee, hä? Dieses Level ist ja völlig unausgegoren. Jemand merkt, dass du es nicht richtig testen konntest. Da komme ich ja... Das ist einfach alles kaputt. Okay, warte mal. Das war so vielversprechend, denn ich finde, das Level sieht echt cool aus. So, warte mal. Jetzt sollte am besten nichts von oben runterfallen. So, jetzt muss ich... Hier... Oh, verdammt! Ey, das ist doch... Der ist doch richtig verhunzt. Mann, bitte testet doch eure Level. So, zack. Weil jetzt die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, uns nach hinten zu lehnen. Und dann hier hoffentlich... Ach so, ne Mann, du willst mich doch verkackeiern. Wie werde ich dich denn jetzt noch los? Warte, schieße mich erstmal da längs. Nein! Oh Gott! Völliger Abbruch! Okay, so muss ich da längs. Ja, das schaffe ich aber auch nicht. Da kann man... Ja, das ist unschaffbar. Zurück! Oh, es ist nicht unschaffbar. Aber es ist verdammt schwer. Alter Falter. Bottle Run. Okay. Oh, snap. Das war auch nicht... Ich bin hin und her gerissen bei diesem Level. Zwischen richtig awesome und bitte teste doch dein Level. Oh mein, jetzt haben wir es geschafft. Das war ein verrückter Start in den Tag, Leute. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen zum Runterkommen. Kleines Don't Move. Von Tim liebt Paluten. Hi! So, dann weiß ich leider nicht, welchen Char ich nehmen muss. Das ist aber definitiv der falsche. Zack. Schauen wir uns den mal an. Könnte das der richtige sein? Das hier sieht noch gerade ganz gut aus. Ja, das ist der richtige. So, was hat Pedersen denn auf seinem Schreibtisch? Die Canon-Kamera, die ich immer benutze zum Vloggen. Die ist echt richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, weil man hat hier immer so einen Bildschirm. Und da kann man sich dann selber drin sehen und sieht, ob man denn überhaupt im Bild ist oder wenn man jetzt so irgendwie was vor einem filmt. Da kann man einfach diesen wunderschönen Bildschirm umklappen. Ist wirklich eine ziemlich feine Kamera, ist allerdings nicht ganz günstig, lohnt sich aber trotzdem auf jeden Fall. Und hier gibt es scheinbar kein Victory, denn unser Herz war im Victory und kam einfach nicht der Sound. So, jetzt geht's ran an die Bottle Runs und danach geht's an ein paar Ball Throws. Moin Paluten von Eukalius ist das Level übrigens. Paluten Bottle Run Nummer 1. Moin Paluten, das hier ist ein kurzer Test des Level-Editors. Solltest du locker schaffen als alter Bottle Run-Experte. Mein erstes Level, viel Spaß. Okay, Bro. Let's get it on. Okay. Ja, gut. Da können wir, denke ich mal... Da dauert das Vorlesen des Ganzen länger als das Level an sich. So, Sergeant Master 69. 69. Paluten Bottle Run. Hey Patrick, hab mir gedacht, ich baue dir mal ein Level. Ist nicht gerade das Beste, aber ich habe mir Mühe gegeben. Viel Spaß, PS. Du bist mein Lieblings-YouTuber. PPS. Der freut mich natürlich. Dann geht natürlich... Hey, guck mal, das ist Kirby. Okay, Ich wollte mich doch nur drehen. Das meinte ich auch in der letzten Folge mit von wegen Butterbirne.
So, warte mal, jetzt hör auf, deinen Kopf zu verlieren. So, krieg ich jetzt weg, Dory? Oh, jetzt geht's nochmal ein bisschen rückwärts. Aber dann haben wir ihn auch. Das war schon mal eine kleine Steigerung. Jetzt haben wir nochmal von Pixel einen Bottle Run. Hey, oh, pardon, das ist mein erstes Level. Also bla bla, du weißt ja, was kommen würde. Viel Spaß bei diesem Level. Mit freundlichen Grüßen, Pixel. Okidoki. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, oh. Das war, ich glaube, da unten war Lava oder so. Das war echt cool. Weißt du, mit solchen Kleinigkeiten kann man mich schon zufriedenstellen. Wenn man da mal am Anfang so einen kleinen Frontflip machen kann oder einen Backflip, kann ja jeder entscheiden, wie er lecker lustig ist. Obwohl, diesmal haben wir, glaube ich, einen Backflip gemacht. Man hätte aber auch Frontflip machen können. Über die Lava. Weißt du, ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben, aber hier, warte, wir gucken uns das kurz an. Das Lava, Leute. Boots! Und die Lava sogar explosiv. So, jetzt geht's ran an die Bothrows. Hey, Palle, das ist ein zweiter Count vom Level Baunoob 001. Viel Spaß beim Level. Und dementsprechend Level Baunoob 002 war auch der Ersteller. So. Ja, wo muss ich denn reinwerfen? Au, da müssen wir erstmal den Win unlocken. Verdammt, oh, der ist da zurückgesprungen. Das ist natürlich uns gemeint. Nein, nein. Okay. Ich habe das Gefühl, wir werden das ein oder andere... Nein, ich bin schon wieder tot. Hä, ich konnte auf einmal nach unten. Hier, guck mal, warte. Ach so, ja toll, dann killt mich das Ding. Oh? Ja toll, aber jetzt den Win zu snacken ist richtig schwer. Aber ich mache das mit zwei Bällen. Warum? Weil wir es können. Okay. Nein, der Ball hat sich... Der hat sich hier verhakt. Wie komme ich denn jetzt an den Ball ran? Ich habe es gerade geschafft, mal den... Oh. Okay, was passiert jetzt? Oh, ich krieg so ein paar Flaschen. Toll, jetzt haben wir nochmal da reingeworfen. Okay, Unlock. Oh, wieso kommen jetzt hier extra? Achso, weil ich... Oh, dieses Level ist richtig schwer. Ich bin vor allen Dingen auch einfach so ein eklatanter Ball-Throw-Dude. Toll, jetzt ist er wieder in die Luft. Da ist einfach schweineschwer. Warte mal, was ist jetzt... Ach, ich bin schon wieder tot, ey. Ich raste aus. Oh, jetzt. Nein, nein. Okay, mehr Bälle. Ist gekauft. Okay, nochmal das Fragezeichen. Komm. Nein, oh Gott. Jetzt. Nein. Okay. 3, 2, 1, komm. Nein, nochmal auffangen. Hohoho, war das knapp. Und jetzt. Verdammt. Ah, vielleicht... Ja, toll. Oh Mann, ey, das ist echt... Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie. Ne, ich werde einfach wieder sterben. Von dieser blöden Harpoon. Okay, last try. Oh? Nein! Jetzt fällt da noch einer runter. Nein, und ich werf den... Okay, warte, last try. Blup. Komm. Roll da rein. Oh, warte. Jetzt aber, wenn wir jetzt in den Unlock-Dingens... Nein, was passiert? Nein, ich will nicht sterben. Ich schwöre dir, ich... Unlock win? Warte, das kriege ich hin. Nein, ich will nicht. Oh, ich bin schon wieder tot. Gucken wir uns mal den anderen Ball Throw an von MacTox37. Hey Palle, nach langem mache ich mal wieder ein Level für dich. Diesmal ist es ein Ball Throw. Nächste Zeit mache ich wieder mehrere Level für dich, zum Beispiel ein YouTuber-Park. Oh, das hört sich interessant an. Ich wünsche dir viel Spaß und hulu. Schauen wir mal. Oh, das sieht schon interessanter aus. Ich weiß, ich werfe einfach mal los. Der sieht aber schmagotastisch aus. Achso, da ist auch Sieg freischalten. Aber ich werfe die Bälle irgendwie zu weit. Das ist nicht gut. Warte mal. Zack. Oh. Ich bin tot. Ach, Ballthrows. Ihr seid schon ziemliche Schlawiner. Ey, wie schaffe ich das denn jetzt bitte hier immer so mega krass weit zu werfen? Ja, gut. Oh, Mann. Ballthrows. Ich schwöre. Okay, ich bekomme eine Hilfe. Okay, warte. Ich muss ihn so locker aus der Hüfte. Oh. Das war richtig locker aus der Hüfte. Oh. What? Was ist das denn für eine Hilfe? Das funktioniert nicht ganz so, das Level. Guck mal, die Hilfe, guck mal, dann gehen die Dinger zu. Hier nochmal locker aus der Hüfte. Okay, nochmal ganz locker aus der Hüfte raus. Warte, der soll wenigstens... Ich möchte doch nur irgendwie so extra Bälle oder so. Ach, da hinten werfe ich dann immer ins Nichts. Aber der muss doch jetzt...
Oh, der ist bei 3 Bälle reingefallen, das ist gut. Nein, und dann werfe ich ihn. Ach, verdammt. Ey, ich bin einfach ein Bothros, damit kann man mich jagen. Zack. Nein. Oh, Sieg freischalten. Oh, oh. Nein, und dann werfe ich natürlich. Wo soll ich auch anders hinwerfen, als ihr den droht? Jetzt kriege ich noch ein paar extra Bälle hier. Komm, komm der, ihr kleinen Schlawiner. Zack. WTF? WTF klingt gut, ja. Das ist mir egal, weil dann bin ich wenigstens noch nicht tot. Sieg. Nein, ey, den konnte ich doch. Nein, du! Okay, last try, Leute. Ja, dann haben wir uns aber auch genügend mit Bällen beschäftigt. Da habe ich erstmal 20. Oh, oh, okay, 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 okay. Jetzt einmal. Das machen wir. Blub. Nee, komm wieder zurück, Bälle! Kommt ihr wieder, ihr kleinen Schlawiner. Ja, hä? Das war Mist. Das war mal so gar nichts. Obwohl, doch ein paar Bälle. Zick. Okay, Sieg freischalten. Jawohl! Bam! Alter Schwede, das ist so eine Genugtuung, dass wir jetzt wenigstens einen der beiden Ball Throws abgeschlossen haben, nachdem wir da wirklich lange Zeit dran geknabbert haben. Paluten Anderes von Himmelsspieler. Pogo-Level. Oh. Es ist mal ein anderes Pogo-Level für dich, Palle. Du musst nicht alle Münzen einsammeln. Viel Spaß, soll ich mehr machen? Bitte bewerte es von 1 bis 10. 1 schlechtes ist 10 bestes. Liebe Grüße, Luca Ecke, Himmelsspieler und noch ein kräftiges Hululu. Okay, oh. Das sieht aber interessant aus. Oh, das sieht wirklich, also designtechnisch sieht das wirklich schmagotastisch aus. Warte mal, nein, da oben ist die Ziellinie. Und da ist auch schon der Victory gestalterisch. Also das würde ich mir gerne, auch wie er da den er hat nochmal das Ding ist hier einfach verändert. Das habe ich noch nie gesehen, dass so eine, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dass eben diese, Birgit nennen sie immer die Miley Cyrus, wen nennen sie die Abrissbirne, dass er da eine andere Farbe gemacht hat. Sehr, sehr cool. Also das war ein cooles Level. Oh, Paluten. Ananas Andy von TheGamer431. Moin Palle, ich dachte mir, ich erstelle dir mal ein Level und das ist dabei herausgekommen. Und ja, du hast richtig gelesen, Ananas Andy. Bitte bewerte streng, damit ich weiß, was ich verbessern kann. Have fun. Okay. Alles ist friedlich. Du snackst einen Kürbis. Aber dann esse ich ja mich selbst oder ein Homeboy von mir. Und schneidest eine Folge Happy Wheels. Bis du die Nachricht siehst. Herr Bergmanns Feind Ananas Andy hat sich auf den Weg gemacht, um Rache an seinen Freunden zu nehmen. Unter anderem an Paluten. Dun, dun, dun. Und nein, was soll ich nur machen? Kämpfen? Da fällt gerade eine Axt runter. Schnell raus hier. Okay, schnell weg hier. Oh, slow! Wow, 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 wow. Alles easy. Kurze, wow. Kurze Drehung. Was ist denn da gerade explodiert? Kann man das jemand sagen? Oh, oh, oh. Nein, hier muss ich schnell durch. Zurück. Okay, warte. Und jetzt durch hier. Durch. Jawohl. Okay, ich kann leider nicht genau lesen. Bitte werde es in Schulnoten. 3 plus. Das war leider schade, dass man am Ende da nichts mehr lesen konnte. So. Paluten 99% Impossible von The Spider. Hi Paluten, willkommen zu meinem ersten Level. Ist zwar nicht das Beste, aber ganz okay, finde ich. Bitte nehme Father and Son. Hulu. Alrighty. Alright. Da ist eine Harpune. Ich meine eine Abriss. Ja, okay, da darf ich. Ach, was ist denn? Nein. Komm. Alter, was ist das denn? Man kann hier nicht mal Speed holen, weil wenn man sich nach vorne lehnt. Alter, was ist denn los mit der Welt? Oh, genau. Und dann kommt die Abriss. Ich raste hier gleich aus, ey. Die Level ist ja. Und dann kommt. Warte mal. Ach, ich fahr jetzt nach hinten. Lass mich. Okay, ich fahr doch nach vorne. Okay, hast mich überzeugt. Ach, ich bin tot. Nein, ey, wieder das Falsche. 3, 2, 1, jetzt. Komm. Nein, und dann fallen wir da am Ziel vorbei. Ey, wie kann denn das Level so eine gute Bewertung haben? Weil ich finde, das ist eigentlich wirkt das eher ein bisschen dahingerotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind die, ist der Standard-Hintergrund. Hier sind so ein paar Dinge. Da ist noch eine. Nein! Und da mehrere. Ne, okay. Mehrere Victories übereinander. Das ist wirklich, Leute, das ist Todsünde. Das ist vor allen Dingen, ist es dann im Ohr sowas von laut und zerfetzt mir einfach mein Trommelfell. Ich habe bestimmt schon ein paar Prozent, Gehörfähigkeit verloren,
weil innen drinnen was kaputt gegangen ist. So, meine Damen und Herren, das soll es heute von Lost Happy Wheels gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Haut rein. Ciao.